Willkommen zu diesem Trip Report hier auf Aviamax. Heute fliegen wir mit Condor von Frankfurt nach Skiathos in der Business Class an Bord eines Airbus A320. Natürlich nutzen wir den separaten Business Class Check-in. Das ging schnell, effizient und freundlich. Der Fastlane-Zugang ist natürlich auch dabei. Genauso wie Lounge-Zugang. In Frankfurt sind das dann die Lufthansa-Lounges. Wo es zu diesem Zeitpunkt noch kein Essen und Trinken in der Lounge gab, aber immerhin welches zum Mitnehmen. Und auch die Aussicht von der Lounge ist top. Jetzt aber ab zum Gate. Dieser Airbus A320 wird uns heute nach Skiathos bringen. Und schon heißt es auch Boarding. Unser Sitz für heute 5A, allerdings nicht für lange. Am Sitz warten bereits eine Decke, ein aufblasbares Nackenkissen und ein Desinfektionstuch. Ja, auch bei Condor ist es die typische europäische Business Class mit normalen Economy Class-Sitzen und einem geblockten Mittelsitz. Allerdings ohne extra Beinfreiheit und auch kein Vorhang oder etwas ähnliches, das beide Klassen voneinander trennt. Dann wurde ich umgesetzt, wahrscheinlich weil die Flugbegleiterin eine größere Lücke zwischen Economy und Business Class schaffen wollte. Aber hey, die Aussicht von 3F ist immer noch top. Dies dient für Ihre eigene Sicherheit im Zusammenhang mit unerwartet auftretenden Turbulenzen. Dann verteilte die Flugbegleiterin Wasserflaschen an die Business-Class-Passagiere, wurde aber nicht müde zu erwähnen, dass das wirklich nur eine Ausnahme sein wird, das nicht auf anderen Condor Business-Class-Flügen nun erwarten soll. Jetzt aber ab nach Skiathos. Diese Audiogeräte sieht man heutzutage auch nur noch selten, oder? Und ja, einfache Kopfhörer sind bei Condor in der Business Class gratis. Sehen wir
uns den Tisch genauer an. Aber keinerlei Einstellmöglichkeiten. In der Sitztasche vor uns finden wir das Sportshop-Magazin und die Safety Card. Zeit für Essen. Dass man sich übrigens vorher online auswählt. Plastikbesteck und Becher in der Business Class? Ja, und es ist sogar dasselbe wie zuvor in der ehemaligen Premium Class. Was für eine Premium Economy auch völlig in Ordnung war, aber so? Zum Vergleich habe ich übrigens das gleiche Menü wie damals in der Premium Class bestellt. Deftiger Rinderbraten mit Kartoffelgratin und Gemüse. Und Makronen als Dessert. Saftig genug, nicht zu trocken, insgesamt ziemlich gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das für eine Business Class reicht. Nun mache ich es mir gemütlich mit trockenem Rotwein und einer Sitzreihe nur für mich. Ach, schön. Die Crew war freundlich, fragte allerdings nur anfangs zweimal nach Getränken und verschwand dann für den Rest der Reise. Der vordere Waschraum war nur für die Crew bestimmt wegen Corona, das hieß für alle Business-Class-Passagiere ab nach hinten. Was es unmöglich machte, Menschenmassen und lange Schlangen hinten zu verhindern, worum wir vorher gebeten wurden. Ich wusste zuvor gar nicht, dass man den Sitz verstellen kann, aber mit diesem Knopf hier geht es. Doch bei der Beinfreiheit wünschte ich, es würde nicht gehen. Immerhin gibt's ein bisschen was, naja, zu lesen. Inzwischen hat auch der Sinkflug begonnen. Da sehen wir auch schon Skiathos und den Flughafen. Was für ein schöner Anflug und eine tolle Landung. Ja, herzlich willkommen auf dem Flughafen von Skiathos, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie bitten, auch weiterhin angeschnallt sitzen zu bleiben, bis die Maschine ihre endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Im Namen von Condor und dem gesamten Team möchten wir uns an dieser Stelle von den Gästen verabschieden, die hier in ihren wohlverdienten Urlaub gehen. Wir danken Ihnen, dass Sie mit Condor geflogen sind, wünschen Ihnen jetzt schöne, erholsame, sonnige, abenteuerreiche. Ich möchte auch raus. Einfach einen tollen Urlaub. Vielen Dank und vielleicht sehen wir uns ja wieder auf Ihrem Rückflug. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Ich wünsche, Condor hätte die Premium Class auf der Mittelstrecke behalten anstelle dieses Business Class Produkts. Die Premium Class machte einfach viel mehr Sinn und war wirklich gut für das, was es war. Und das hier fühlt sich nicht mal wie eine europäische Business Class, zum Beispiel bei der Lufthansa, an. Und ja, genau damit muss man sich vergleichen können, wenn man es Business Class nennt. Ich habe gut 325 Euro für den Flug gezahlt, was okay ist, aber mehr würde ich nicht wirklich zahlen. Und am Ende mag ich Condor doch irgendwie einfach. Ich weiß auch nicht wieso. Wie seht ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.